Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WarZ hier auf Daiko LP. Ich habe heute einen besonderen Gast eingeladen, den haben wir heute zum ersten Mal hier. Und es ist der Chinese Xing Kong Dai Hao. Was halten Sie davon, dass Ihr Volk aktuell ein wenig in der Kritik steht? Ja, pinke Ente. Ach so, okay, das gab's bei mir heute auch zum Frühstück. Und bei Ihnen? Reis? Ja, Peking. Okay, jetzt Reis und Peking-Ente. So, genug? EU-Server. Hast du die Frau, ne? Digge? Ja, ja, ich hab ja deinen Military. Dein militärischen, die haben mehrere 100er-Server aufgemacht jetzt. Deinen militärischen Rucksack hab ich. Wir können auch auf den 100er-Server gehen mit 9 gerade drauf. Ja, klar. Also auf 006. EU 100 PL 006. Da sind bei mir 14, aber let's go. Let's rock. Wahrscheinlich hatte ich noch eine alte Anzeige. Let's get ready to rumble. Wollen wir jetzt langsam fertig werden, damit wir rumblen können? Und danke an die Abonnenten, dass ihr da seid. Ich hab euch lieb. Endlich heute mal wieder so ein kleiner Push. Ja, das ist einfach nur nice. Leute, wenn ihr welche kennt, erzählt das weiter. Und wenn ihr die kennt, erzählen, die sollen das weiter erzählen. Und dann gibt's auch eine Runde Bizeps-Training mit Pellon und mir. Hm? Ich freue mich drauf. Hängen wir hier so eine Maschine hin und dann geht's ab. Dann machen wir ein paar Fitness-Workouts. Was für eine Maschine, Alter. Ich leg mich erstmal hier hin, Alter. Boah, ich bin bei Camp Splinter in der Nähe. Ich bin auch. Genau bei dir in der Nähe, wo ich gestorben bin. Genau da bin ich. Ja, wir konnten uns ja keinen Meter bewegen. Aber oder? Du bist noch nicht online. Nee. Ah, okay, weil bei mir sind 8 on. Vielleicht hast du dich jetzt auf den falschen Realm gewinnst. 6 hast du doch gesagt. Ja, bei mir waren 6 und jetzt sind nur 8 on, weil du 16 meintest, ne? Bei mir sind 14 on. Ja, wir sind auf dem falschen Realm. Wo bist du denn? EU-Server 100 PL006, ne? 100 Player, ne? Ach, 100 PL006. Ja, Moment. Ja, disconnecting in 2, 1. Vielleicht bist du jetzt komplett weggerusht. Ich bin tot. Hahaha. Nein, ich lebe. Ich bin alive. I am alive. Ich guck natürlich gerade in Camp Splinter rein, in der Hoffnung, dass da irgendeiner Camp splintet. I will never rock away. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns definitiv jetzt mal diese Itembox Respawn Places an. Ja, klar. Das ich hoffe ja mal, dass wir da... Da werden diese Dinger ja auch sein dann, ne? Sagte er ja, dass er da diese komische Waffe gefunden hat. Ja, das Problem ist, die werden wahrscheinlich bekämpft sein. Ja, klar, deswegen ist hier ja immer so viel los. So, ich alle wollen die Waffe. Gut, hier mal so, ein bisschen und leg mich hier in so einen Busch rein, Alter. Ich hoffe halt, ich werde jetzt nicht weggeboomst. Ja, das kann durchaus sein. Also weggeboostet. Also, EU 100 PL006, ne? So. Ja. Join Server. EU 100 und PL steht nicht für Polen, sondern für Players. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man immer diesen gleichen Loadebildschirm hat, Alter. Ja, der fucked up. Ja, man kriegt davon Kopfschmerzen. Die könnten wenigstens diesen und den alten im Wechsel zeigen, sozusagen. Aber die fragen ja auch die Frage, was mit Cheater passieren soll, ob die nochmal spielen dürfen. Ah, das war der größte Fehler. Und dann auf einmal 50% sind für, ja, lass die weiterspielen. Beschützt die Cheater. Gib dem am besten Geld. Jeder, der einen Cheat macht, kriegt 1000 GC. Lass die Cheaters in Ruhe. Oh Gott, jetzt habe ich mein Wasser wieder zugedreht. Ihr seht hier jetzt gerade auch ein paar Büsche. Also wundert euch nicht. Ich frag mich halt auch, Ich steh mal auf, Alter, sonst sagen die nachher... Wir haben in dieser Folge nur Büsche gesehen. Ich frag mich halt auch, ob schon Leute so einen GC-Hack haben. Einer hat doch gerade noch in die Kommentare geschrieben. Yo, geile Sache, ich hab ein Abo und Buttermilchquark for the win. Nice. Was ist denn Buttermilchquark? Hab ich dir doch erzählt, Buttermilchquark. Da bist du direkt. Ach, dieser Scheiß, ja. Das ist richtig lecker, Alter. Drop alles, was du hast, du Schwanz. Was hast du denn? Ja, Military Rucksack und so eine Scheiße. Ich hab gar nichts, Alter. Hier. Das fängt ja schon mal gut an, Alter. Hier. Yes, man. Hier. Yes, man. Hier. Hast du einen Helm? Nö. M4 Semi ohne Schuss, willst du mich verarschen? Small, du Bastard. Außerdem hast du das droppen lassen. So, mehr habe ich nicht mitgenommen. Ich hatte keine M4 Semi. Penisgeburt. Ja, keine Ahnung. Habe ich im Inventar. Was hast du noch im Inventar? Ist egal, vielleicht finden wir... Ja, komm, wir müssen hier lang, ne? Ach ja, Schudi. Oh, dieser perverse Umweg wieder, Alter.
Ja, ich mach mal Numlocky. Der ist nice, Alter. Wo ist denn der? Da. Ich mach auch Tab. Oh, scheiße, Mann. Ich hab Tab, wollte ich machen. Ja. Tab ist eigentlich auch nice. Hast du das Ding schon angezogen? Welches Ding? Boah, hab ich Heizung angemacht, Alter? Welche Gorilla. Hab ich die angezogen? Nö, ich glaub nicht. Ich hab sowieso in meinem Kopf, dass die nicht hilft. Ach, doch, doch, wenn du auf den Körper schießt, hilft die. Hast du denn einen Helm für mich? Immer noch nicht. Du Schwanz. Ah doch, hier ist ein Helm. Ja? Nice. Nein, Alter, ich hab doch schon tausendmal gesagt, den habe ich nicht mehr gelootet. Gib mir doch deinen Helm. Nein. Ein fairer Deal. Ich möchte geschützt werden. Pervers ist, sobald du Military Rucksack hast, wirst du eh abgeschossen. Ich möchte einen Schutz haben. Dass sie den auch so riesig gestalten und dass man dann angeblich auch mehr Kilos tragen kann, ist ja wohl die größte Verarsche. Ja, der Rucksack ist echt bitter groß. Also wenn ihr einen anderen Rucksack habt, könnt ihr auch mehr Kilos tragen. Könnt ihr auf einmal 10 Waffen reinpacken. Das ist sehr realistisch. Ja, die Kiloanzeige macht eigentlich keinen Sinn, aber dass man halt mehr Platz hat, das ist klar. Ne? Aber Kilos müssten eigentlich gleich bleiben. Also selbst wenn man zwei kleine Handwaffen in einen kleinen... Was? Cheat! Der ist hier nirgendwo. Der ist unsichtbar. Ja. Oh, oh toll. F2, und jetzt direkt. Jetzt hat man's deutlicher. Benny Blanco. Cheat auf der Cam. Hier. Wie heißt der? Benny Blanco. Jetzt haben wir den Fucker auf der Cam und der ist 100 pro Cheater. Cheater on Cam. Nice, Alter. Ich melde den direkt. Report. Mach Rechtsklick, Report. Warte. Wir waren noch gar nicht in der Gruppe. Report. Warum kommt Tat. Ja. Ah, das ist halt. Oh Mann, jetzt haben wir halt die paar Sachen, ne? Fairfight Benny Blanco. Kann man den nochmal porten? We sent it to Rosie. Nee, das sende ich dahin, Alter. Den Link kriegen die. Ja. Fair Fight, wo denn Fair Fight? Nein, nein, man hat ja gesehen, dass... Ich wurde mit einer Nahkampfwaffe getroffen. Ja, ich auch. Er war ja unsichtbar. Ja, das ist der Hammer. Das ist so kacke. Sowas macht halt sowas von keinen Spaß. Ja, dann mal mit den anderen Schaus. Oder wollen wir erstmal... Ja, komm, die können wir noch eben spielen. Ja, jetzt können wir loslegen. Jetzt hatte ich auch Bock. Ja, dann lass uns mal eben die anderen Schaus machen. Und dann lass uns danach aber mal eine Runde Worldie spielen, weil das ist mir einfach nur noch egal, Alter. Das ist ja wohl so kacke, ey. Ich sag nur das Bittere für alle die für dieses Spiel GC oder so ausgeben, für dieses Spiel jetzt gerade eventuell richtig bitter, weißt du, weil Klar. Wenn man sich so eine Scheiße kauft und dann kommt so ein Typ, man hat ja gesehen, es war keiner da. Nee, und vor allen Dingen Fair Fight. Was ist das denn? So. Gott, Alter. Wo sind ein paar wenige? Hier, ja, 10 sind nur 9. Oder wir gehen, 20 sind 6. Aber es bringt jetzt auch nichts wieder zu farmen, oder? Auf seinem Weedy-Server. Nee, Quatsch, das ist ja auch irgendwann langweilig. Lass mal einfach auf EU-Server 10 gehen. Ich gehe da jetzt einfach 10. Hast du gehört? Ich gehe jetzt einfach da drauf, Alter. Und wenn Scheiße. Die uns dann töten, ist mir egal. Ja, aber das finde ich schade. Das ist was ich jetzt das ist jetzt uns auch passiert. Es ist uns manchmal jetzt schon egal, ob die uns töten. Weil bei solchen, was soll man da sagen? Soll man sich über sowas aufregen? Nee, das ist einfach nur behindert. Vor allen Dingen habe ich noch um mich geballert, 2 Schüsse, die habe ich noch losgeknallt. Da war nix. Ich habe keinen Hitmarker, nichts gekriegt. Ich wusste gar nicht, wo ich hinschießen soll. Er sagt Fair Fight. Wie soll das denn Fair Fight gewesen sein, wenn man einen Hammer oder sowas ähnliches hat? Er hat geschrieben, Taten. Fair Fight kam von mir, weil ich habe Report gedrückt und dann wurde das irgendwie immer in meinen Text gemacht. Nee, das kam bei mir auch. Er hat aber nochmal extra geschrieben, 100%. Er hat's auch nochmal geschrieben. Ja, ja, er hat geschrieben, das war angeblich fair. Nein, das ist ja... Gott, ey. Wir sind jetzt bei Clearview. Lass uns da mal versuchen, irgendwas zu machen. Und wenn wir halt direkt sterben, sterben wir halt direkt. Ist auch schon wieder 18 Uhr. Ich versuch dich... Blöde in dem Fall ist nur, wie schnell kommt so ein Cheater an diese ganzen XP auch noch zusätzlich ran? Weißt du, was ich meine? Der boostet sich sowieso hoch. Genau, aber stell mal vor, man nutzt jetzt... Ich will es eigentlich nicht jetzt verraten, aber stell mal vor, man nutzt einmal, einen Tag lang diesen Cheat, killt alle möglichen Zombies und Spieler und hat die ganzen Erfahrungspunkte... Macht seinen Charakter stark. Ja, ja, wahrscheinlich nutzt er sowieso so ein Dings, weißt du, so ein Booster, der ist direkt Level 100 oder so. Ich meine nur halt, dass man halt nur einen Tag den scheiß Cheat nutzt und prinzipiell ist man dann. Boah, Alter, direkt ein Schuss.
auf mich. Hier ist eine Kiste. Hier ist, glaube ich, so eine Itemkiste oder sowas. Ja, der Schuss ging auf mich. Ich weiß auch gar nicht, wo du bist. Da. Der Schuss ging auf mich, ja. Hier ist ein Kühlschrank. Doch, eine Note im Kühlschrank, mitten auf dem Berg. This totally didn't work. Hä? Tom, wo soll ich denn jetzt hin, Alter? Der Schuss kam ja wahrscheinlich aus Clearview oder was? Aus Clearview, aber ich habe gesehen, dass der bei mir auf dem Boden aufgeprallt ist. Das heißt schon wieder eigentlich, Clearview ist not a place to go. Oder wir machen's mal und gehen mal wieder nach Campos City. Ja gut, dann komm ich zu dir, ganz aber ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, zu dir hin. Ja, geh einfach oben am Berg ja, zu. Ja, ich glaube eher, dass der bei Berg ist, der Typ. Weil da das Goblin Peak Settlement ist, Alter. Müsste er mich aber auch nochmal abgeschossen haben jetzt inzwischen. Ja, ich renn dann jetzt, ich will jetzt aufstehen. Wie kann man denn wieder aufstehen? Auf Y? Y, doch, oder? Y, Y. Kann ich nicht. Nee? Nee, ich kann gar nichts machen im Moment. Scheiße. Nur crouchen. Ja. Alles ausprobieren. Jetzt kann ich aufstehen. Ja, wollte gerade sagen. Ich konnte in so einer Ecke nicht aufstehen. Ja. Dann hoffe ich mal, dass ich hier jetzt einfach heil rüberkomme. Ja, ich gucke jetzt mal oben auf den Berg da. Scheint keiner zu sein. Und selbst... Ja, hatte ich denn den Invisible-Modus noch an? Oder ist der... Ah, keine Ahnung. Oder der deaktiviert sich der, wenn man läuft, oder wann? Nee, nach 10 Sekunden oder sowas steht der da. Oder 5 Sekunden oder so eine Kacke. Ich weiß auch gar nicht, ob der mittlerweile noch drin ist, aber eigentlich hätten sie sagen müssen, den haben sie rausgepatcht, ne? Ich hab den zum Glück nicht, ich hab ja zum Glück keinen Schuss abbekommen. Das war aber auch ein Schuss auf jeden Fall bei uns wieder in der Nähe. Wer guckt denn zufällig jetzt gerade dahin, wenn ich das spawne? Ich glaube, wie gesagt, die haben alle Aimbot oder irgendwas dabei. Große Frage. Ja. Wenn der jetzt gleich wieder um die Ecke kommt und uns beide abnatzt oder so, wahrscheinlich haben die aber auch schon so eine Anzeige, die haben was dabei oder nicht. Wahrscheinlich können die in deinen Rucksack gucken. Weißt du, wenn du Hacker erstmal bist, dann kannst du ja alles machen, Alter. Die können alles Mögliche, ja. Die gucken sich, zack, jetzt haben sie was im Rucksack, porten sich zu uns hin und töten uns. Boom. Ja. Fertig. Nehmen die ja, Sachen, sobald die sich weg. Irgendwie die Admin-Rechte anhacken, können die sowieso alles machen. Klar. Die könnten ja einfach Punkt tot wahrscheinlich eintippen und wir kippen einfach um. Ja, ist ja auch manchmal so, dass wir einfach mal so umgekippt sind. Ich weiß doch, die eine Szene, wo wir in den abgelegensten Wäldern liefen und auf einmal ist hinter uns einer, der uns beide tötet. Ja. Direkt hinter uns. Als nur 3 Leute online waren. Das, ja, ja. Das war das. Das ist halt eine Chance von, ja, ey, wie ein klugen Chance, Mathematiker hier, der die außerdem, mathematische Formel ausrechnet. Schüsse. Oh Gott, ey. We are friendly. Renn, der kommt auf uns zu, renn. And das bringt nichts. Renn, der kommt sonst direkt auf uns zu. Ja, gut. Renn irgendwie hinter Bäume oder so. Hast du den gesehen, oder was? Ja, der Me läuft too. Da. Wie du. Ja, dann schieß nicht, okay. Du Assi. Oder don't wir bleiben jetzt stehen. Shoot. Naja, schieß. We have nothing. Ich will's jetzt wissen. Ja, der schießt. Oh Gott, ey. Bist du dead? Nein, nur noch Beine. Schreib mal Dump Ass oder so, Alter. Oh Gott, ey. Renn, Alter. Stop, ups. Then. Ich ja, klar. Stop then. Der hat mich zweimal abgeschossen. Ja, ich kann auch nicht mehr rennen jetzt. Oh Gott, ey. Siehst du ihn? I am if you stop. Nein, ich sehe ihn nicht mehr. Sollten wir denn jetzt anhalten? Ist der behindert? Haha. Ist halt wieder diese Kack-Kaktik, Alter. Und die Frage ist, Alter, warum ist der Typ jetzt erneut direkt hinter uns? Und ich würde echt gerne mal wissen, von Leuten, die Kommentare schreiben, geht's euch manchmal auch so? Oder geht's nur uns so? Weil wir haben noch nie die Gelegenheit in diesem Fall gehabt, dass jemand direkt vor uns spawnt und wir töten den erneut. Das würde ich halt echt gerne mal wissen. Ja, er tötet mich. Ich bin stehen geblieben. Ja, ich bin stehen geblieben. Von Lady McPuffy? Nee, Grog. Ja, ich wurde von Lady McPuffy getötet. Noob. Ja, ist doch wieder Kacke, Alter. No, you are a noob.
Arcade. Thank you. Gott, ey, Leute, wenn sie einen Kanal haben, Alter, bitte fick die in den Arsch, Grog und Lady McPuffy, Alter. Was ist das für eine Scheiße wieder? Yay. Guck, stop, dass die das jetzt auch immer sagen. Stop and I won't kill you. Und dann schießt die sich sowieso durch. Ja. Es ist halt diese, es ist halt eine Scheiß. Es ist halt auch irgendwie eine scheiß Community hauptsächlich hier in. Ja, hier ist alles scheiße. Ozzy. Also das kann man so auch eiskalt unterstreichen. Also die Community hier ist echt für einen Penis. Aber okay, das ist bei jedem so ein Scheißspiel so, ne? Was halt Range zum Cheaten oder zum Betrügen halt Dings. Auch das wieder, Alter, wir spawnen und die sehen uns direkt. Ist doch auch wieder irgendwie trotzdem mysteriös. Ich meine, die Spawnpunkte, ja, das, ich meine, ich, den würde ich jetzt nicht so unterstellen, aber die Spawnpunkte, die müssten ja irgendwie, die dürften ja auch dann nicht in diesen komischen Ballungszentren sein, oder? Es müsste doch mindestens irgendeinen Algorithmus geben oder so eine Berechnung, dass man nicht so nah an andere Leute. Nein, aber was ich aber auch komisch gespawnt finde, ne? Wird. Wenn welche vor uns wegrennen, die sind auf einmal irgendwie weg. Wenn wir wegrennen, ja, wir sind ja nicht sehen weggerannt. Uns immer. Ja, aber die sehen uns trotzdem immer. Ja, aber wir sind ja dann stehen geblieben. Ja, aber trotzdem. Ey. Also ich nicht, aber ich habe mich dann hingelegt und wurde dann halt im Liegen getötet. Prinzipiell, wie gesagt, jetzt wieder. Mir ist es egal, ich habe nichts. Aber ja, Leute, die Aufnahmesession ist aber beendet. Chuchacho. Ich bin schon in World of Warcraft, Alter. Pissen.